Hallo YouTube und willkommen zurück zum Let's Show Minecraft, die Welt von MC079. So, dieses Video ist mein Nachtrag und beziehungsweise eine weitere Folge für das Let's Show. Und ich zeige euch hier, was ich jetzt nochmal zusätzlich neu gebaut habe. Hier drinnen hat sich nicht wirklich viel Neues getan. Ein neuer Raum und ja, das war es eigentlich auch schon. Die Minecraft-Strecke, die vierte, ist auch offen, aber da kommen wir später zu. Wir machen erstmal hier draußen weiter. Und zwar das, was sich eigentlich am meisten hier getan hat, ist das Außengebiet. Die Gehege sind etwas größer und optisch schicker angelegt worden. Hier vorne haben wir hier noch ein paar kleine Birken stehen. Die Idee ist nicht meine. Manche werden sie vielleicht wiedererkennen. Von wem die ist, sage ich jetzt hier nicht, weil ich hier keine Werbung für fremde Let's Player mache. Was eigentlich auch schon viel zu viel gesagt wurde eigentlich. So, hier in der Mitte hat sich ein kleiner Brunnen aus dem Boden gesprießt, geschossen, wie auch immer. Auch ringsrum hat die Gehege etwas optischer besser angepasst. Ja, Ruhe doch. Futter gibt's später. So. Die Schafe haben ein eigenes Gehege bekommen, wo sie vor den Regen sich ein bisschen zurückziehen können. Wir können zwar nicht alle drin schlafen, aber naja, da die nicht immer überleben ständig, ne? Gut, egal. Dieses Gebäude werde ich noch umbauen, aber das werde ich, glaube ich, nachträglich nochmal machen. Das wird, denke ich, mal der Hundezwinger. Dazu müsste ich erstmal Hunde finden. Ja. Dazu müsste ich aber erstmal rumlaufen und die suchen. Ja. Okay, generell wurden so einige Zäune entfernt, die ich hier vorher hatte. Man hat jetzt hier offenes Gebiet. Und für die Schweine hat sich eigentlich nichts getan. Das ist alles beim Alten geblieben. Ist ein bisschen kleiner geworden hier, weil ich hier den Weg hier noch ein bisschen größer gemacht habe. Für die Hühner hat sich eigentlich auch nichts getan. Nein, brauche ich nicht. So. Hier ist ein bisschen alles angepasst worden. Die Wege sind jetzt optisch schicker. Hier drin hat sich nichts getan. Bleibst du drin? Nein. Guck nicht so. Du bleibst drin. Hier drin hat sich eigentlich nichts getan. So. Drin bleiben. Ja, nee, hier wäre es auch nichts mehr geschehen irgendwo. Nur die Schafe haben ein Gehege bekommen. So, hier ist auch neu. Und zwar gibt es hier noch eine Außenfarm. Nur weil ich den Platz halt nutzen wollte. Gibt es jetzt hier noch eine kleine Plantage. Ja. Das Gebäude ist auch geblieben, der Notausgang. Hier links ist ein kleiner Bachensprung. Ne, wo ich gesagt hatte schon, die Blätter zum Beispiel finden hier ihren Einsatz mit einem kleinen Brunnen. Dann habe ich hier eine Brücke hingezogen oder über den kleinen, habe ich hier zu Bach gesagt, das ist ein kleiner Tümpel. Das hier ist ein Bach. Was denn das? Ist mir eine Kuh entlaufen oder was ist hier los? Naja. So, ja. Die Brücke halt ist neu. So, dann ist hier aktuell ein Projekt, wo ich noch dabei bin, was noch nicht fertig ist. Aber ich euch jetzt drinnen schon mal zeige. Ja, kleines Schlösslein oder so. Wie man das sehen möchte, Schloss, Gefängnisblock oder keine Ahnung. Ich hatte eigentlich nur Bock dazu. Und da habe ich auch gleich mal was verwendet, und zwar die Pisten. Ja, ich habe ein paar Slimes gefunden. Und habe dann auch gleich mal eine schöne Tür hier hingebaut, die auch ganz gut von beiden Seiten funktioniert. Hier ist noch nichts drin, noch nichts gebaut worden, lediglich eigentlich nur die Wände, der Boden. Hier muss ich noch alles nachholen. Die Schaltung hatte ich, also ich wollte nur eine Tür einbauen. Konnte ich hier irgendwo gemütlich reingehen, ohne was kaputt zu machen? Na, komm doch her. Und zwar befindet sich das hier alles unten drunter. Hier wollte ich auch noch alles ein bisschen ausbauen.
Ja, habe ich schon gemacht. Jetzt ist die Und-Oder-Schaltung. Für die, damit man von beiden Seiten halt die Türen öffnen kann, sonst geht das halt nicht. Wie das hier funktioniert, könnt ihr euch direkt bei YouTube, denke ich mal, angucken, ehe ich hier das nochmal erkläre. Und dann gehen wir auch hier wieder raus. Ich wollte hier noch eine Tür einbauen, irgendwie so als wartungstechnisch. Damit man hier auch das mal sehen kann. So, inzwischen wird es dunkel. Ich habe die Monster wiederum aus, weil, ne, wenn ich hier LED schaue, möchte ich nicht gestört werden und nebenbei vielleicht sterben. Das macht nicht wirklich Sinn, glaube ich. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Haus, weil hier drin ist, hier draußen ist nichts weiter neu, glaube ich, gewesen. Können nochmal gucken, ob hier irgendwo was anderes geschehen ist. Das Boot hatte ich, glaube ich, letztes Mal, ja, hatte ich schon gezeigt gehabt. Nee. Wenn, dann habe ich hier nur ein paar Fackeln noch überall gesetzt, ein bisschen aufgeräumt, so was mir nicht so ganz gefiel. So ein paar Wände begradigt und was auch immer. So, gehen wir mal hoch. Hier, ach ja, genau. Ich habe inzwischen auch einen Mod installiert. Ich habe das allerdings alles ausgeschaltet, damit ich halt nur das Wichtigste nutze, dennoch Vanilla spiele. Zum Beispiel einen Mülleimer haben wir hier. Wenn wir jetzt, nehmen wir dann mal, schmeißen wir mal ein Stück Kohle weg. Passt schon. Wenn man die jetzt hier reinlegt, Trashcan, schließt das Fenster einfach, öffnet es wieder, ist es weg. Ja, also Mülleimer ist eine sehr schicke Sache von diesem Mod. Und der Recycler auch. Wenn ich hier den Recycler mit einem Eimer zum Beispiel füttere, dann macht er hier so einen Balken. Wenn er abgelaufen ist, schmeißt er mir das Eisen wieder raus. Ist eine nützliche Sache, wenn man mal irgendwelche Ressourcen nicht hat, dann kann man die Ressourcen wieder rausfischen aus diesem Mod. Und wiederum dann halt auch wieder den Gegenstand basteln. So, Entschuldigung. Ich habe ein paar Eisenrüstungen. Ich habe, um gleich nochmal drauf zu kommen, ich habe Äpfel gefunden. Und zwar Äpfel kriegt man eigentlich inzwischen nur noch in Dungeons. Und zwar in den großen Dungeons. Nicht jetzt diesen Holzminen, sondern in richtigen Dungeons mit den Steinen und Co. Und da fahren wir jetzt hin. Denn dort befindet sich The End. Jawolli, ich habe ein Ende gefunden. Allerdings ist das recht weit weg. Ich sollte mal eine Karte mitnehmen, glaube ich. Sonst laufe ich hier wieder doppelt. Denn diese Welt hier ist vor dem Ende in Häkchen entstanden. Ist in der Prä 9 oder so oder 8. War das schon das Ende mit drin? Ich weiß es nicht. Folglich ist es relativ weit weg und es dauert auch ein bisschen dorthin zu fahren. Ach, genau. Also hier unten hat sich nichts getan. Der Raum ist immer noch leer. Ich weiß nicht, was hier reinkommen kann. Aber den Nether wollte ich euch letztes Mal noch zeigen. Das werden wir auch kurz nachholen. So, der Spawn ist nicht besonders spektakulär irgendwo. Ist relativ safe gelegen hier in diesen quasi Höhle. Also nur links und geradeaus ist der Ausgang, wo man von irgendwelchen Geistern, also Ghast, ja, angegriffen werden könnte. Alles andere befindet sich außerhalb und relativ. Also hier drin ist relativ safe, ne? Das Portal ist nicht angreifbar durch die Geister. So, ich habe hier ein paar Wege angelegt, um ja, recht schnell hier durch die Gegend zu finden, weil man sich ja doch recht schnell im Nether verlaufen kann. Auch das Ganze ein bisschen optisch angelegt hier.
Der ist noch ein alter Turm, den ich hier zuerst hatte. Ah, die Viecher fehlen jetzt hier drin, aber gut, das ist egal. Jeder kennt sie. Ich werde jetzt auch nicht hier allzu weit latschen, weil Nether ist eigentlich relativ langweilig, außer man möchte ein paar Gegenstände sich erfarmen für die Alchemie-Sache hier. Aber ich wollte eigentlich nur mal bis hier vorne hingehen. Und da hinten sieht man das schon, ich gehe nochmal einen Tucken weiter. Hatte ich ein Dings entdeckt. Ein Dungeon für den Nether. Und dort ist es. Die Burg, Netherburg oder wie man es auch bezeichnen möchte. Hier durch, da drüben, drüber kann man dann auch noch dorthin gelangen. Machen wir jetzt nicht, weil das ist nicht wirklich interessant. Hinten hinter befindet sich noch einer, da sind zwei direkt nebeneinander. Ist eigentlich ja, cool. Also wenn man diese Netherwarzen, ne, die bekommt man ja nur hier, Netherwarzen, heißt nicht so. Dann muss man da halt diese Burgen suchen und naja, ne. So, den Nether werden wir auch mal spontan und schnell wieder verlassen. Irgendwie hängt meine Maus immer. Ich hätte mal so eine Speed Potion mitnehmen sollen. Wäre mal bestimmt interessant gewesen. So, einmal durch den Nether und zurück. Ich habe also noch genug Ressourcen hier für Glowstones. Habe auch schon einige abgebaut, wie ihr seht, habe ich hier überall verbaut. Da hinten zum Beispiel, das sieht man ganz gut, da habe ich den Lavastrom umgelenkt, damit ich da den, sag schon, Glowstone abbauen konnte, ohne dass mir eine ganze Klimbim da in die Lava fällt. Ich hätte auch noch weiter oben Lava abmachen können oder zumachen können, aber das war mir dann zu blöd. Lieber drumherum gebaut und gut. So. Hier geht es auch noch runter irgendwie. Aber ich glaube, da ist irgendwo auch Ende. Das Texture Pack ist echt eine geniale Sache. Aber gut. So, und da ist das Portal. Gehen wir wieder zurück. So, und zurück wieder zu Hause. Bevor wir hier wegfahren, fällt mir ein, habe ich hier noch was. Einen weiteren Raum hier. Und zwar befindet sich der unten im Keller. Und zwar versteckt. Hier ist es inzwischen ein bisschen zugezogen. Ne? Ein paar Spinnweben und so haben sich hier angesiedelt. Hier ist eine Tür drin, die war vorher nicht da. Und ja. Ich würde jetzt sagen, ihr könnt raten, wo es ist, aber ihr könnt mir ja nicht antworten. Also würde ich es einfach mal zeigen. Und zwar befindet sich hier ein neuer Shelter. Und dort ist eine Tür mit einem Geheimraum, wo hier düstere Machenschaften geschmiedet werden oder ne, Gefangene verhört werden oder wie man das auch immer sehen möchte. Bisschen TNT hier abgelagert. Sollte ich nicht drauf drücken, dann macht es hier Rums und ich habe hier alles kaputt gemacht. Ich denke mal, bei der Menge von TNT geht mir sogar die Kaktusfarm hier mit dem Arsch. Deswegen lassen wir das einfach. Ist auch rein nur optisch gesehen. Geschweige hier, das Netherportal geht, glaube ich, auch kaputt. So. Aber das war es jetzt hier auch. Zack, wieder zu. Dann gehen wir mal hoch und fahren mal Richtung The End.